Erlesen wird Ihnen präsentiert von Wien Energie. Fernwärme. Willkommen, meine Damen und Herren, frohlocken Sie mit mir. Sie haben den öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag gefunden. Meine Gäste heute, Wolf Wondratschek, ein Autor von intellektuellem Gardemaß und begeisterndem Eigensinn, Michaela Falkner, die lustvoll in ihren eigenen Abgründen forscht, und Robert Schindl, der die Position des literarischen Gewissens mit großartiger Beharrlichkeit besetzt. Zu Beginn Kurzmeldungen aus der Welt der Literatur, respektive ihrer Derivate. Die Friedenspreisträgerin Susan Sontag mischte sich in alles ein, auch ins Liebesleben ihres Sohnes. Dessen Freundin erzählt in ihrem kürzlich erschienenen Buch A Memoir of Susan Sontag, was die Denkerin antrieb. Sie war kein Muttertyp, schreibt sie. Spätabends kam Sontag manchmal herein, um sich zu ihr ans Bett zu setzen, erzählte aufgeregt von ihrem Tag oder gab ungefragt Verhütungsratschläge. Trotzdem ist das Buch nostalgisch und voller Bewunderung für eine Frau, die Konventionen mit Karacho vom Tisch fegte. Twitteratur. Kann man Romane als Tweets schreiben? Zwei Studenten der Chicagoer Universität haben Werke der Weltliteratur kleingekriegt und veröffentlicht. Unter www.welttwitteratur.de hat der Verlag eine Internetseite eingerichtet, auf der man sein Lieblingsbuch selbst in Tweets übersetzen kann. Die schönsten sollen auf T-Shirts gedruckt werden, die die Verfasser dann zugeschickt bekommen. In diesem Sinne, sweet tweets. Pratchett für Sterbehilfe. Der britische Schriftsteller Terry Pratchett, der an einer Form von Alzheimer leidet, zeigt und kommentiert in einem Dokumentarfilm auf BBC Two die letzten Tage eines unheilbar erkrankten 71-jährigen Mannes, der in einer Schweizer Sterbehilfeklinik den Freitod gewählt hat. Ich glaube, jedem, der von einer lähmenden und unheilbaren Krankheit heimgesucht wird, sollte es erlaubt sein, die Stunde seines Todes selbst zu wählen, wird Pratchett dazu im Guardian zitiert. Täter und Opfer. Das Buch Patentöchter wurde von zwei Frauen geschrieben. Die eine Tochter eines RAF-Opfers, die andere Schwester einer Täterin. Im Mittelpunkt ihres Buches stehen die Geschichte der RAF, die Fragen nach Schuld und Hintergründen der Täterschaft und nach den Möglichkeiten von Aufarbeitung und Versöhnung. Ein bewegendes Buch aus der Sicht zweier Frauen, deren Familien einst eng miteinander verbunden waren. Alpha Literaturpreis 2011. Casinos Austria schreibt auch heuer wieder in Kooperation mit den Büchereien Wien den Literaturpreis Alpha aus. Man wolle mit dieser Initiative all jene Autorinnen und Autoren unterstützen, die noch am Anfang ihres schöpferischen Wirkens stehen, heißt es von den Casinos Austria. Der Literaturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Frist für die Einreichung läuft noch bis zum 27. Mai. Meine Damen und Herren, einmal als Anfänger hatte ich das Privileg, Max Frisch, der nie Interviews gab, zu interviewen. Seine Verwünschungen gegen hybride Regisseure klingen, als wären sie heute ausgestoßen worden. Wir gratulieren dem großen Dichter, Genießer und Freund der Frauen in Ehrerbietung zum 100. Geburtstag. Kann ein Bürgerlicher eigentlich Künstler sein? Max Frisch war nicht wirklich dieser Meinung. Und um sein Bildungsbürgertum abzuschütteln, brach er in jungen Jahren sein Germanistikstudium ab und wurde Architekt. Doch als er als Autor die ersten Erfolge einheimste, brach er die Architektenkarriere wiederum ab und, ganz der Bohème, auch den Kontakt zu Frau und Kindern. Fortan wurden seine Werke von ganzen Schulstufen gelesen. Besonders Andorra wurde der Renner. Warum bin ich feig? Weil du gut bist. 4 Jahre war der Autor mit Ingeborg Bachmann liiert, um ihr danach das Herz zu brechen. Die Trennung verarbeitete er ebenfalls zu einem Bestseller. Mein Name sei Gantenbein. Bachmann antwortete mit dem Buch Malina und wandte sich Tablettencocktails zu, um mit dem Verlust fertig zu werden. Max Frisch sah zwar aus wie ein Biedermann, war aber in Herzensangelegenheiten eher ein Brandstifter. Machen wir keine Scherze mehr über Brandstifterei.
Wir scherzen ja nicht, Herr Biedermann. Wir sind Brandstifter. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Max Frisch, ein Kind seiner Zeit. Helmut Brandstätter, Chefredakteur des Kurier, begleitet uns seit den Anfängen als Gastrezensent. Wie ihm wohl Martin Walkers kulinarischer Frankreich-Krimi Schwarze Diamanten gefallen hat? Wenn man wirklich intensiv arbeitet, ja, und dann am Abend ja manchmal im Bett auch noch überlegt, hätte ich das anders schreiben sollen oder den anders behandeln sollen oder freundlicher oder unfreundlicher, arbeite das weiter. Und mein bestes Rezept, mich völlig von meiner Arbeit zu distanzieren, ist ein Roman zu lesen und dort in dieser Welt aufzugehen. Diese Flugkarte ist, ich habe sogar zwei Flugkarten drinnen, weil ich war in New York. Da habe ich im Flugzeug hingelesen, dann zurück nicht, weil ich da Gott sei Dank geschlafen habe. Und das war FCOS Fiumicino. Also ich war am Montag kurz in Rom. Und sozusagen am Weg hinunter, am Weg rauf, habe ich das Buch fertig gelesen. Das Buch heißt Schwarze Diamanten, ist von Martin Walker. Und es geht irgendwie um einen Krimi, es geht aber auch um Einsicht in die Persönlichkeit des Bruno Courage zu bekommen, der also ein kleiner Polizist in Saint-Denis, also in einer kleineren Ortschaft, in Frankreich ist, im Westen Frankreichs ist. Und es geht letztlich um die Verbindung von Geschichte einerseits Franzosen im Algerienkrieg und in Vietnam und heutige Auseinandersetzung zwischen Vietnamesen und Chinesen in Frankreich. Schaut sie mal, steht für die Trüffel aus dem Périgord. Also es gibt die weißen Trüffel, die ja eher in Turiner Umgebung gefunden werden, also in Italien, und die schwarzen Trüffel, wobei ich immer eher ein Fan die sind allerdings auch teurer, der weißen Trüffel war. Also wenn man da ins Piemont fährt, das wird auch zelebriert, ganz wunderbar, oder mit Eiern ist es auch ganz gut, ja? Die stellen da die Speise hin und da kommt er so mit dem Reibeisen und dem Trüffel und es wird vorher und nachher abgewogen und die Differenz musst du halt zahlen und wenn man da nicht rechtzeitig Halt sagt, wird es auch teuer. Was mich stört, wenn ich das auch sagen darf am Buch, es gibt Bücher, wo du nicht aufhören und wo du denkst, hoffentlich fliegen wir jetzt noch 5 Minuten und noch 10 Minuten, damit ich da weiterlesen kann. Ich habe mich manchmal ein bisschen zwingen müssen, weiterzulesen. Für mich ist es nicht so wahnsinnig flüssig. Ich habe den ja nur gelesen, weil sie mich gezwungen haben, ihn zu lesen. Ich hätte ihn mir nicht ausgesucht, aber umgekehrt froh, weil ich, wie gesagt, freiwillig hätte ich ihn nicht gelesen. Ich habe ihn nur gelesen, weil ich dazu aufgefordert wurde und folgsam bin. Kann nichts gegen mich verwendet werden, danke. Unsere Lesereise führt diesmal ins Grenzgeografische, zu den einsamen Inseln dieser Welt. Sehnsucht nach der einsamen Insel. Wer kennt dieses Gefühl nicht, dem Alltag entfliehen und den Sorgen den Rücken kehren? Judith Schalansky entführt uns mit ihrem Atlas der abgelegenen Inseln an Orte, an denen sie nicht war und nicht sein mag, an die wir ihr jedoch unbedingt folgen möchten. Dem Leser bleibt es überlassen, die Informationen aus den Texten zu bestaunen oder zu bezweifeln, sie mit der Karte zusammenzubringen, sie weiterzuspinnen, sich die Inseln in ihrer genauen Landschaft Gestalt vor das innere Auge zu führen oder zu träumen, von der Abgeschiedenheit und den kleinen Robinson Crusoe in uns herauszulassen. Dort, wo der Held des Buches die Insel der letzten Wahrheit ist, wollen wir definitiv nicht sein. Tagelang treibt Matthew Prendle auf dem Meer, halb wahnsinnig vor Hunger und Durst, von Sonne und Salz verbrannt. Sein Segelschiff wurde von Piraten überfallen, die Crew getötet. Als er kurz davor ist, das Bewusstsein zu verlieren, spürt er plötzlich Sand zwischen den Fingern. Trotzdem kein Grund zu jubeln, denn über ihm steht eben jener Pirat, der ihn ins Meer getrieben hat. Er gibt ihm zu trinken und zu essen, doch dann verbannt er ihn auf einen entlegenen Teil der Insel. Monatelang ohne menschlichen Kontakt droht Matthew an seiner Einsamkeit zugrunde zu gehen. Flavia Company variiert die Robinsonade auf neue, überraschende Weise und dringt dabei zu den grundlegenden Fragen der menschlichen Existenz vor. Maßlose Selbstüberschätzung und bürokratische Borniertheit sind die Pfeiler, auf der die Geschichte Barrow's Boys von Fergus Fleming ruht. Bei jenem titelgebenden Barrow, Vorname John, handelt es sich um den zweiten Sekretär der britischen Admiralität, der nach dem Sieg der Royal Navy über Napoleon zwischen 1816 und 1848 damit beauftragt war, für die überflüssig gewordene Riesenflotte samt ihrer 130.000 Mann sozusagen Arbeitsbeschaffung
schärfende Maßnahmen zu organisieren. In deren Verlauf schickte Barrow seine Boys auf zahlreiche Expeditionen. Eine Expedition nach der anderen endete im Desaster und Barrows Jungen sind erfroren, ertrunken, starben an Skorbut oder gingen verloren. Ein Buch vom bravourösen Scheitern. Würden Sie eine der folgenden Neuerscheinungen auf die einsame Insel mitnehmen? Folgen Sie mir halbwegs vertrauensvoll. Siri Hustvedt, Der Sommer ohne Männer. Erschienen bei Rowohlt zu haben um 19,95 Euro. Frauenschicksalsromane werden üblicherweise an Albernheit und Abgeschmacktheit maximal von Männerschicksalsromanen übertroffen. Paul Austers Ehefrau allerdings ist eine Dame von trockenem diagnostischem Witz und prachtvoller Selbstironie. So wünsche ich ihr von Herzen, dass die Geschichte von der durchschnittlichen Schriftstellerin und dem überlegenen ehelichen Fremdgänger nicht autobiografisch ist. Ruth Randall, Der vergessene Tote, erschienen bei Blauvalet, zu haben um 19,99 Euro. Dass zu viele Kriminalromane geschrieben werden, ist offensichtlich. Umso zärtlicher sollten wir die paar Superben behandeln. Und nach ihnen in England zu fahnden, ist meist kein Fehler. Wenn der Trüffelsuchhund eine skelettierte Hand findet, gerät der gastronomisch-kulinarische Aspekt für alle, außer den Hund, ins Hintertreffen. Mögen die 81 Jahre alte Baroness Randall auf Bayburg und ihr Inspektor Wexford ermitteln bis ans Ende aller Tage und Skelette. Raul Schrott, Gehirn und Gedicht, erschienen bei Hansa zu haben um 29,90 Euro. Klar, dass es einen brillanten Schriftsteller wie den Österreicher Raul Schrott drängt, hinter das Funktionieren seines Talents zu kommen. Also verbündete er sich mit dem renommierten Psychologen Arthur Jacobs, um herauszufinden, welche elementaren Vorgänge im Gehirn außergewöhnliche Texte hervorbringen und was diese in uns auslösen. Poetik und Neurobiologie als Verbündete, ein intellektuelles Hochvergnügen. Dennis Avey, Der Mann, der ins KZ einbrach, erschienen bei Bastei Lübbe zu haben um 19,99 Euro. Ein britischer Kriegsfreiwilliger gegen Hitler-Deutschland, Jahrgang 1918, in Nordafrika gefangen und nach Auschwitz verschleppt, tauscht dort mit jüdischen Gefangenen die Rollen, um später vom Unvorstellbaren berichten zu können. 70 Jahre später erzählte Dennis Avery dem BBC-Journalisten Rob Broomby seine Geschichte. Carol Bolt, Das Buch der Antworten, erschienen bei Fischer, zu haben um 10 Euro. Im Innersten destabilisiert stehe ich vor der Frage, wie konnte ich ohne Kenntnis dieses Buches 56 Lebensjahre meistern? Die Sache ist ganz einfach. Sie formulieren etwa 10 bis 15 Sekunden lang eine Ja-Nein-Frage. Streichen Sie während dieses Vorgangs über die Buchseiten und schlagen Sie dann beherzt eine beliebige Stelle auf. Ich versuche das jetzt. Soll ich das rätselhafterweise im S. Fischer Verlag erschienene Werk unter dem Tischbein deponieren? Aha, es wird dir Kraft geben. Na dann. Oh mein Gott, dick ist das Ding. Eieiei. So, und jetzt frag dich selber, komme ich hier noch einmal heraus, solange der da oben etwas zu reden hat? Meine Damen und Herren, was ein Rockpoet ist, weiß ich nicht. Sollte es so einer wie Wolf Wondratschek sein, und er wurde als solcher ein leuchtender Begriff, so wäre es etwas Tolles. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Welches Verhältnis haben Sie zu Schusswaffen? Gar keines. Sind Sie dafür, dass auch Männer das Klo putzen? Ich lebe alleine, ich putze das Klo auch, ja. Natürlich. Ist das das Problem? Kann man Menschen wegen Inkompetenz hassen? Nein. Hassen ist ein völlig unproduktives Gefühl. Haben Sie Autorenfreunde? Ja, Alexander Kluge, Jürgen Bloch,
Ich freue mich, wenn ich, ich war sehr, sehr, sehr gerne mit dem Jonke zusammen. Ich habe den H.C. Erdmann schon sehr, sehr früh, vor 40 Jahren, kennengelernt und verehrt. Ja. Was war Ihr erstes Konzert? Das erste Konzert? Überhaupt? Überhaupt, ja. Nein, 68, Rolling Stone in Hamburg, Ernst-Merck-Halle. Dann Joe Cocker im Waldstadion in Frankfurt. Und dann Pink Floyd in Frankfurt. Haben Sie Drogenerfahrung? Kommt wahre Schönheit von innen? Nur von innen. Nur von innen. Genau, deswegen muss man sich reinbohren in diese Schönheit, damit man sie erlebt. Sind Sie ein witziger Typ? Da gehen die Meinungen auseinander. Das kann ich schwer von mir sagen. Ich glaube ja. Was ist die beste Nachspeise der Welt? Gute Frage. Ein Espresso und eine Zigarette. Haben Sie ein entspanntes Verhältnis zum Perfektionismus? Nein. Nein, ich habe ein problematisches. Was macht Sie scharf? Meine Freundin, beispielsweise. Das macht mich scharf, ja. Schon lange. Immer wieder. Ja, ich glaube, wir gehen ins 20. Jahr. Und scharf ist ein guter Ausdruck, den mag ich. Toll, dass du da bist. Hab mit Freude lang auf dich gewartet. Zunächst einmal bitte, wen hast du mir denn mitgebracht? Das ist der Christian Rainer. Hallo. Ein Artist des Sprechens und ein Performer und einer, der besonders gut Gedichte liest. Also sowohl die Dichter aus Gugging wie Hölderlin und er liest auch Gedichte von mir hervorragend. Das trifft sich gut. Du schreibst besonders gut Gedichte, er liest besonders gut Gedichte. Ja. Ich vermute, er wird vielleicht von dir eins lesen. Ja, ich habe gehört, er hat eins aufgenommen. Ein sehr berühmtes Gedicht. Und da habe ich gesagt, komm mit in die Sendung und lies das vor. Oder trage es vor. Oder? Meine Lieben, was trinkt ihr denn überhaupt? Rotwein oder Rivella? Einen österreichischen Rotwein. Das ist eine gute Entscheidung. Sehr jawohl. Sehr, bitte. Wiederum mit zitternder Trinkerhand versuche ich, mich nicht zu benetzen. Ich hatte das an. Aber es geht, siehst du? Ja. Das sind die Herausforderungen. Oh, was für eine schöne Farbe. Gell, ja. Ich wurde schon gerügt von Sehern, dass ich das Glas nie am Stiel halte. Esterhazy. Aber wenn ich das Glas am Stiel halte, dann schütte ich mich über und über an. Und da halte ich es lieber nicht am Stiel. Jetzt haben wir schon drei Minuten Zeit verbraucht. Die gelten nicht, keine gelten Sorge. Nicht. Also. Hier wird gnadenlos gequatscht, solange ich sage. Ja? Und solange du sagst, natürlich. Solange ich was sage? Irgendwas, ja. Ja, dann frage ich mal ein bisschen was, wenn du gestattest. Ja. Sag mal, diese Begegnung mit diesem Mythos Chuck, die Wiederbegegnung, da trifft er mit einem sehr gereiften Mythos Auge in Auge, ein bisschen ein Schock, oder war er eh immer da, weil er du ist? Nein, nicht weil er ich ist. Es ist eine Kunstfigur, die ich erfunden habe in den 70er Jahren. Das ist ein Mann am Rande des Spielfelds, der beobachtet, der wahrnimmt und der berühmte Gedichtband Chucks Zimmer. So ist es. Und ich weiß nicht, warum er mir plötzlich wieder in den Sinn kam. Ich las ein Gedicht und da gibt es eine Zeile, Chuck, der sein Kind liebt, das nie zur Welt kommen wird. Und ich dachte, was ist aus diesem Chuck geworden? Und wollte wieder mit. Ich habe ja Chuck nie aus den Augen verloren. Auch die Leute in Chucks Zimmer, die Hippies, die Kiffer, die Rock'n'Roll-Fans, von den Guru, die dann alle nach Indien gegangen sind. Also die gesamte Zeitspanne der 70er Jahre. Und ich habe gedacht, was passiert eigentlich? Lassen wir ihn Vater werden. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Einfach
du kennst das. Das ist dieses Gefühl, wenn man eine literarische Figur erfunden hat und sich ihr gegenüber so benimmt, als sei es eine reale Figur. Mhm. Wie ein Tamagotchi ein bisschen, gell? Wenn du dich erinnerst. Das waren diese virtuellen Figürchen, die man genährt hat und die man... Ja. Nur Tamagotchi war Schmarrn und der Chuck ist, wie soll ich sagen, ist eine Preziose der Literaturgeschichte geworden. Ja, ja. Ja. Überhaupt, aber gell, diese seltsame Zeit damals, die ich so peripher, also als Halbwüchsiger erlebt habe. Irgendwie, was ist geworden aus den Leuten? Die das einen, erzählt das Buch. Die Hippies, die sind gestorben zum Teil oder haben sich totgekifft. Die anderen sind irgendwelche genau, es gibt ein ganzes Spektrum, geworden, es gibt ein ganzes Spektrum von Schicksalen. Das erzählt dieser Roman, also nicht nur Chuck. Die einen, eine Figur in dem Roman Dante, das war der Kokaindealer von Chuck, der wollte den letzten Schritt zur Erleuchtung gehen und war ein gelernter Feinmechaniker. Wahrscheinlich war das die tragische Seite. Mhm. Der ist mit seiner Freundin in den Ende der 70er Jahre nach Amsterdam gegangen, hat sich hier oben ein kleines Loch hineingebohrt in die Schädeldecke, um sozusagen noch intimer mit den Außerirdischen und mit dem Universum und mit den Sternen kommunizieren zu können. Er unterlag also dem Irrtum, eine Utopie dadurch erreichen zu können für sich und starb. Andere sind ganz einfach spießig geworden, ein großer Teil. Nicht? Die reden heute davon, die haben das so wie Touristen erlebt. Die haben auch mal am Joint gezogen, aber dann eigentlich, ihr Ding war, es war nur eine Zeitverzögerung, bevor sie zurückfallen in das Bürgerliche, vielleicht sogar das spießbürgerliche Leben. Dann gab es radikale Leute, die ihren Weg gegangen sind. In meiner, als ich da in einer 7-Zimmer-Wohnung ein Zimmer bewohnte, war Rainer Langhans, tauchte dann irgendwann auf, den ich übrigens sehr mag, nicht? Rainer hat in der Besenkammer gelebt mit seiner Matratze und hat meditiert. Andere sind dann nach Indien gegangen, sind dann mit dem Guru nach Amerika gegangen. Die besiedeln heute wohlhabend eigentlich Neumexiko. Die leben da irgendwo. Das geht ihnen gut. Jeder hatte ein anderes Schicksal. Es gab sehr viele Tote natürlich, dann durch die Drogen. Dann durch die Radikalisierung der Drogen. Die Drogen wurden ja härter. Ich meine, die Joints, die Hippies, das war ja... Romantik, ja. Ja, das ist etwa so romantisch oder so historisch, muss ich schon sagen, wie wenn man die Beatles sich anschaut und sich nicht mehr vorstellen kann, dass das mal als Langhaarige bezeichnet wurde und der Schrecken der Eltern war. Ja, weiß Gott, mein Schuldirektor ist zu mir gekommen und hat gesagt, bitte, ein bisschen schneid dir die Haare, dein Vater kränkt sich so. Ja. Also gut, aber die 70er Jahre waren natürlich vielleicht, es ist der Mythos von Woodstock, es gab was für eine, Bob Dylan kam und allein die Rockbands, wenn ich dir die aufzähle, die Grateful Dead, die Jefferson Airplane, die Broccoli Harum und King Crimson und Pink Floyd. Tut mir leid, ich bin um die Zeit auf dem Opernstehplatz gestanden. Ich auch. Nein, Moment, das ist das Besondere, Chuck. Das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Und wir sehen einen kurzen Beitrag über das Buch. Chuck war mal ein wilder Kerl, viel Alkohol und viele Mädchen. Später wurden die Mädchen durch Koks ersetzt. Auch nicht die fadeste Kombi. Chuck war immer klar, er und Kinder, das wird nichts. Nicht zuletzt, weil er immer gehofft hat, dass er stirbt, bevor er alt wird. Über Chuck hat Wolf Wondracek schon damals geschrieben, als er selbst ein wilder Kerl war. Mittlerweile sind beide das geworden, was Chuck nie wollte, nämlich alt. Und wir sehen, Chuck ist gar nicht tot und er hat doch ein Kind gekriegt.
Mit der Mutter hat er zwar nichts am Hut, aber da die auch mal samstags tanzen gehen will, musste der wilde Chuck eben Babysitter spielen. Und wenige Jahre später hat er selbst einen jungen Wilden vor sich sitzen, der sich so gar nicht von Papi beeindrucken lässt. Gitarre spielen soll er, na, fad. Boxen wie ein wilder Mann, fad. Aber so schlimm ist es auch nicht. Das Geschenk, also der Sohn, findet den wilden Papa zwar ziemlich peinlich, aber auch ein bisschen cool. Und das rührt Papa Chuck natürlich. Ja, wir hören uns dein Gedicht an jetzt. Ja, Christian Rainer. Ich bitte schön. Endstation. Ich stand an der Bushaltestelle und wartete. Und als der Bus kam, stieg ich ein und wartete wieder. Vor mir kümmerte sich ein Mädchen um ihren Kerl, und weil ich nichts zu tun hatte, schaute ich zu, wie sie an seinem Hals hing und manchmal nach hinten schaute zu mir, der nach vorne schaute zu ihr. Ich stand im Bus, schaukelte mit den Beinen die Straße aus und dachte an gar nichts. Irgendwann stieg ich aus, ging nach Hause und dachte, es gibt nichts, was einen Mann einsamer macht, als das leise Lachen am Ohr eines anderen. Soll ich dir was sagen? Das ist wirklich nicht schlecht. Gelesen. Nicht schlecht gelesen. Na, geschrieben ist aber auch ganz gut. Ja, ja. Sag mal. Aber er schafft das, was in dem Gedicht an Aura ist. Mhm. Das kann man heraus, die Pausen zu setzen. Du sagst es. Ja. Sag mal, jetzt bist du ja innerhalb dieser Gigantengeneration, wenn ich mir gestatten darf, das sozusagen Peter Handke, Turini, Elfriede Jelinek, ein bisschen jünger. Du steuerst einem bestimmten Wiegenfest entgegen, das irgendwie ganz konträr deinem Habitus und deinem gesamten Lebenshabitus ist. Macht dir das irgendwelchen Kummer? Welchem Ziel entgegen? Naja, einem Wiegenfest, dem 70. Geburtstag. Ja, zwei Jahre. Gib mir noch zwei Jahre. Ja, viele noch. Gib mir noch zwei Jahre. Ach, die Giganten. Als ich in den 60er Jahren in Frankfurt lebte, ich empfinde das nicht als Giganten. Die Giganten waren für mich ein H.C. Artmann. Ah ja. Der hat für mich gezeigt, dass die Existenz eines Poeten in dieser Welt möglich ist. Ich habe ihn bewundert, ich habe ihn geliebt und habe ihn ja noch in den letzten Jahren, als ich dann bereits in Wien lebte, auch noch erlebt. Das waren Giganten. Mhm. Was hat dich nach Wien eigentlich verschlagen? Warum gefällt es dir hier? Ich musste verschwinden. Ich musste aus München verschwinden. Warum? Ich bin da hängen geblieben. Ich bin da hängen geblieben und habe drei Jahrzehnte da gelebt und das war viel zu lange. Ja. Zwei Jahrzehnte waren sehr gut und dann wurde es sehr, sehr schwierig und ich musste einfach, weggehen ist Freiheit. Nun bin ich eigentlich kein großer Wandersmann. Ich bin nicht polyglott genug, um in Rom oder in Südamerika oder sonst wo leben zu können. Ich habe ja böhmisches Blut. Es war naheliegend. Ich habe mich immer in Wien wohlgefühlt, wenn ich hier war. Für die berühmten Auftritte damals im Club 2 habe ich gedacht, ach, Wien. Das ist schön. Mhm.
Es war ein Ort, wo ich mich zurückziehen wollte. Aber du hast dich auch wirklich aus dieser Branche, aus dieser Szene irgendwie empfohlen. Ich war doch nie drin. Ich war nie drin. Ich habe mich immer und empfinde mich heute eigentlich immer noch. Die einen sagen, meine Feinde oder die Kritiker sagen, ich zelebriere das Außenseitertum. Nein, ich bin das, was man in den 70er Jahren Underground nennt. Ich empfinde mich eigentlich nicht, also auch Allen Ginsberg war weltberühmt, aber er war doch eigentlich ganz nah noch am Underground, nicht wahr? Burroughs, das waren ja, selbst als sie für den Nobelpreis gehandelt wurden, waren es doch eigentlich Individuen, die nicht zum normalen Geschäft zu zählen waren. Ja, aber höchst etablierter Underground, das gibt's ja auch, nicht? Ja, etabliert. Ja, das ist so ein Wort, das fällt mir nicht ein zu mir. Eine blöde Idee ist mir, eine blöde Frage eingefallen. Gibt es irgendjemanden, den du furchtbar gerne ein paar Watschen geben würdest? Heute nicht mehr, aber ich glaube, Karasek und Löffler, aber Frauen tut man ja nicht Watschen geben. Also Karasek würde sie abkriegen. Nicht? Das ist so eine breitgesessene, hochmütige Attitüde gegenüber Autoren. Die haben wirklich keine Ahnung, in welche Isolation ein Autor sich begibt, um etwas Gutes zutage zu fördern, um wirklich ein gutes Buch zu schreiben. Das ist Isolation, während diese Leute unentwegt in den Sphären der Publicity herumgeistern und da sitzen und Urteile fällen. Aber die Gerechtigkeit siegt, denke ich. Oh ja. Lassen wir die Gerechtigkeit noch kurz warten. Bleibt bitte bei mir, ja. Bleibt beide bei mir. Meine Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen nicht sagen zu können, wer Michaela Falkner ist. Ihre künstlerischen Identitäten changieren. Sie ist Autorin auf jeden Fall, Aktionistin, Körperkünstlerin. Versuchen wir ein Porträt. Kaltschweißattacken. Du blutest, a fucking masterpiece. So lauten einige Titel von Michaela Falkners Büchern. Starke Texte von einer starken Frau. Die Leser werden von ihr nicht an der Hand genommen. Sie müssen schon selber den Protagonisten auf ihrem manchmal steinigen Weg folgen wollen. So wie der Junge, der eingesunken in einem Hauseingang sitzt, stumm schluchzt, weiß, das war Mord. Ins Wasser schmeißen oder mit Stöcken auf ihn einschlagen, hilft gar nichts. Stationendramen und Stimmungskontraste sind die Spezialität der im oberösterreichischen Kollerschlag geborenen Autorin. Kollerschlag, das könnte ja übrigens fast der Titel eines ihrer Bücher sein. Wir begrüßen herzlichst Michaela Falkner in unserer Runde. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Was trinken Sie denn, Rotwein oder Rivella? Ich wollte eigentlich Wasser trinken. Das ist das Problem. Es regnet zwar draußen, aber das Regenfass steht nicht. Okay, stellen mir einfach Rotwein her und dann schauen wir mal. Genau. Das tue ich mit Vergnügen. Das ist schön. Michaela Falkner ist eine militante Romantikerin. Ja, dann haben wir sie schon. Ist das, trifft das zu? Ja. Das ist eine gute Frage, das wollte ich gerade fragen. Ja, wer sind Sie denn und was sind Sie denn eigentlich? Außer militante Romantikerin, was immer das ist. Und was ist das? Also grundsätzlich bin ich eine, die Texte schreibt, Texte baut und sich für das jeweilige Projekt das je passende Forum sucht. Mhm. Mein Bezug zu Texten und zum Schreiben ist ein sehr körperlicher. Für mich auch ein wahnsinnig anstrengend. Also Schreiben, Lesen und auch Sprechen ist für mich sehr anstrengend. Inwiefern? Ja. Inwiefern ist Schreiben ein körperlicher Vorgang? Was tun Sie beim Schreiben? Ich spüre jede Hake sozusagen, jede Hake, ob das jetzt ein K ist oder ein M und wie ich das aus mir herausziehen kann. Ist körperlich anstrengend. Das kommt einfach ganz von
ist ein erschöpfender Akt. Ein erschöpfender Akt, sich etwas abzuringen. Etwas, das einem ganz nahe ist, das es einem... Also im Zusammenhang mit meiner Arbeit wird ja immer dieser Gewaltaspekt vor allem rezipiert, aber letztlich ist das eine sehr einseitige Lesart und vielleicht ist es auch in Rezipienten oder Menschen dieser Zeit einfacher, diesen brutalen Aspekt immer rauszulesen, aber letztlich kündet das Ganze von einer großen Fragilität und von einer ganz großen Sehnsucht und Utopie. Also auch, warum ich auch überhaupt Manifeste verfasse, ist ja auch eigentlich... eine Welt- und Sehnsuchtsformel, an der ich mich da abarbeite, jetzt schon in 37 Teilen, Ordnung zu zerstören und nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen wieder aufbauen. Ja. Und Gewalt hat einfach sehr, hat jetzt, wenn man es nicht immer dieses ideologische Begründungsfeld mitdenkt, sondern einfach das Sensuale, dann ist das natürlich, kündet von großer Energie. Ja. Mhm. Und ja, und darum geht es mir. Und das kann man mit Texten tatsächlich leisten, mit Rhythmus dann im Text. Oder wenn man sich einfach, also auch die Bücher sind auch immer so konzipiert, dass man sie in einem durchlesen kann. Also dass man das wirklich, man merkt das. Also man merkt, wenn man einen Text liest, es kommt der Leser eigentlich sehr schnell auch drauf, dass er ihn besser laut liest. Und schon ist das klar, Ihre Frage, was das Körperliche an dem Ganzen ist oder das dann mitunter Anstrengende. Oder wenn es Rhythmus ist, Rhythmus kanalisiert ja das Ganze dann wieder und dann gibt es natürlich auch Befreiungsmomente. Ja. Das klang jetzt ähnlich wie bei Elfriede Jelinek nach einem sadomasochistischen Zugang. Täusche ich mich da? Ja, schon. Mhm. Ja. Nun, Gewalt, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, das Gewaltthema. Das ist ein beängstigendes, ein unglaublich finsteres Buch. Es geht um Kinder, Jugendliche, die selbst Gewalt erlitten haben, in Gewalt hineingeraten, eine faschistische, KZ-artige Struktur bilden und sich selber aber auch wieder auslöschen. Das ist eine äußerst bestürzende Geschichte. Haben Sie selber Gewalt erlitten? Als Kind oder ausgeübt? Ausgeübt weiß ich nicht mehr. Nein, jetzt nicht die Gewalt, an die Sie vielleicht denken, an körperliche Gewalt, aber natürlich schon sehr stark. Als Kind erlebt man andauernd, also was die Welt an einen herantragen will, ist natürlich gewaltvoll und passt nicht in das Konzept Kind in der Regel sehr oft. Also was diesen denn? Eine Zurichtung natürlich, ja, oder eine Beraubung von Ideen oder was man vielleicht nicht machen kann oder einfach das Umfeld, das kann dann was ganz Stummes sein, ja, muss jetzt nicht was Lautes, sehr Gewalttätiges sein. Also ich empfinde die Welt einfach sehr gewalttätig. Das ist jetzt nicht ein Thema, das ich da jetzt einfach so mir nehme, sondern das liegt auf der Hand und das ist halt ein Kriegsschauplatz und Kriegsschauplatz kündet von Gewalt und da gibt es halt nichts zu beschönigen, ja. Und die Kinder versuchen ja da eine Revolte gegen die Erwachsenen anzuzetteln. In ihrem, also ich mag ja sehr Figuren, die so unschuldig anarchistisch eigentlich noch sind und natürlich überhaupt keine Idee davon haben, worum es da wirklich geht und letztlich auch natürlich kläglich scheitern und am Ende sich halt auslöschen. Das ist aber dann eine große Anklage natürlich am Ende. Ja? Dann gehen wir halt weg. Wie auslöschen? Also am Ende gehen sie in die Stadt zurück und da hängen sich auf den Bäumen. Also tatsächlich auch auslöschen. Der letzte Satz ist dann auch, Kinder hängen am Baum. Haben Sie Kinder? Ja. Wie viele und welche und was? Viele, welche und was? So, ja. so viele Möglichkeiten. Ich habe einen kleinen Sohn, er ist 5 Monate, der ist noch sehr jung. Du hast einen großen Sohn. So wie der Chuck, stimmt das? Ja, im Roman ist er 14. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 19. Ja. Okay. Mhm. Interessant ist, wie verschieden man, also ich akzeptiere, ich habe genickt, weil ich das richtig finde. Die Welt ist ein gewaltproduzierendes Monster, unentwegt. Auch von den Strukturen. Egal. Sie wollen uns rauben, sie wollen uns unser Wesen rauben, unsere Ideen, unsere Träume, unsere Energie. Die Eltern wollen das, die Schule will das. Aber ich habe komischerweise die gleiche Erfahrung, aber ganz andere Schlüsse daraus gezogen. Welche? Ja, indem ich glaube, dass ich es unterlaufen kann. Ich glaube, dass ich unberührbar bin.
Es macht aber keinen Spaß, unberührbar zu sein. Ja, ja, doch, es macht Spaß schon? In dem Moment, wenn ich, es macht großen Spaß, nahe bei sich zu sein, zu spüren, das ist der größte Spaß, den man haben kann, dass man unzerstörbar, dass es etwas gibt, das unzerstörbar in einem selber ist, dass man unberührbar ist. Macht denn Zerstörbarkeit Spaß? Was Sie sagten, es macht. Nein, aber es geht eh nicht um Spaß. Aber ich habe jetzt von dachte ich mir, ja, ich habe das Wort jetzt eingebracht. Ja, ja. 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 Nein, es muss eh nicht Spaß machen. Also so richtig so zum Wirren ist das Buch nicht, nicht? Ja, es ist todernst, aber in der Kunst bin ich sehr gerne todernst. Ja. Wie erklären Sie die Anziehungskraft der Gewalt auf die junge österreichische Literatur? Es sind wirklich gute, starke Bücher von Glavinitsch, von Setz, gerade erschienen, die unglaubliche... Ich wollte noch etwas sagen, was, die Kinder hängen sich auf, sie hängen an den Bäumen. Ja. Mir scheint, da hat die Künstlerin das Ende, also die Künstlerin hat für die Schriftstellerin entschieden. Würden das Kinder, wie alt sind die, 14, 15? Nein, so zwischen 8 und 12. 8 und 12, 13. Ja. Also mich hat würden die sich nicht anders auslöschen? Also, ist das nicht ein ganz altmodischer Art zu sterben? Also fast sozusagen ein Zeichen von individueller Verzweiflung. Wenn ich jetzt ein Autor wäre, würde ich sagen, ich will diesen Schluss schreiben. Na, ich habe mich schon mehr beschäftigt mit Selbstmord von Kindern, ja. Weil ja das eigentlich ist ein großes Tabuthema und es wird ja, sehr oft verbrämt als Unfall. Also Kinder, die vor den Zug laufen. Mhm. Ich kenne auch Leute so bei der Recherche, die mir gesagt haben, ich habe mit 6 Jahren schon gesagt zu meiner Mutter, ich möchte eigentlich nicht mehr leben. Und dann gibt es einfach auch Statistiken, dass sich vor allem Jungs erhängen. Also ist nicht jetzt so. Ja. Aber ich, also die Autorin und Künstlerin hat insofern entschieden, dass ich es als sehr starkes, ein sehr berührendes Bild natürlich. Genau, ich sehe das eher als ein Bild. Aber ergibt sich was für ein starkes Bild, ein aus der Wald, Geschichte davor. Eine Allee oder kann ein auch Wald gar nicht anders sein. Mit erhängten Kindern. Boah, also nein, sie sind in der Stadt, in den Straßen. Mhm. Ist halt jetzt der letzte Satz, wo Sie jetzt natürlich vermuten können, das ist jetzt einfach nur so ein Bild, das womöglich halt, aber das macht schon Sinn so, dass die sich genau auf diese Art und Weise dann zurückgehen und einfach, weil sie sehen, wir haben eigentlich doch keine Chance gegen dieses. Ich danke Ihnen schön, das war eine ungeheuer faszinierende Geschichte. Bleiben Sie bitte hier, warten Sie auf unseren nächsten Gast. Meine Damen und Herren, der Roman Gebürtig datiert noch aus den 80er Jahren und er ist geblieben. Als klassische Manifestation jüdischer Identität in Österreich. Jetzt hat Robert Schindl, der sich Zeit lässt und sich dem literarischen Produktionsdruck nicht unterwirft, ein Theaterstück zum Thema geschrieben. Wer sind diese Kommunarden eigentlich und was wollen sie? Über das Gebilde von autoritärer Herrschaft als Demokratie gezogen hat, die wollen wir zerfressen. Indem wir indem wir ihn provozieren und damit sozusagen die Herrschaft zwingen, ihre Zähne zu zeigen. Robert Schindl als junger Revoluzzer, doch sein lyrisches Talent war schon damals nicht zu verkennen. Ich lebe prinzipiell nur von Luft und Liebe, schaut's mir an. Mittlerweile ist der Sohn jüdischer Kommunisten ein weitgehend ideologiebefreiter und sehr fleißiger Autor geworden. Zu politischen Themen nimmt er aber immer wieder Stellung. Man soll Volksverführer und Volksverhetzer nicht in Regierungsverhandlungen nehmen, sondern man soll versuchen, die von ihm Verführten zurückzugewinnen. Ja, das ist ein bisschen unter Ihrem Niveau, wissen Sie. Sie bestimmen, was mein Niveau ist. Wir freuen uns auf ein niveauvolles Gespräch mit Robert Schindl. Herzlich willkommen. Robert, schön, dass du da bist. Servus, was trinkst denn? Rotwein, Rivella? Weder noch, nur Wasser. Das ist das Problem. Gerade habe ich gesagt, es regnet zwar, aber das Regenfass haben wir gerade nicht aufgestellt. Dann müssen wir dich leider hier dehydrieren lassen. Ist das schlimm? Ich trinke keinen Alkohol. Okay. Nicht mehr, sagen wir. Da hast du recht. Hat das einen Grund? Hast du zu viel erwischt? Ja, zuvor? Ja. Ich habe für 80 Jahre im Vorhinein getrunken. Jetzt muss ich bis zum 80. Geburtstag warten, dann kann ich wieder. Das ist ja schrecklich. Aber sonst andere Flüssigkeiten nimmst du ja, schon sehr gerne, das ist ja ungesund sonst. Nee. Gefällst du dir? Schau mal, du blickst dir hier sehr weise
entgegen. Es ist mir zu ähnlich. Das ist ja, Porträts, die müssen einem durch und durch blicken, dann sind sie spannend, gell? Ja. Na gut, aber dafür, dass er hat eine Viertelstunde mit mir gesprochen, hat ein paar Fotos gemacht und dafür ist es der Mund gut ist geworden. Gut. Kompliment. Ja. Aber ich gefallen mir überhaupt auf Bildern nicht so besonders. Also, ja. Das hat nichts speziell damit zu tun. Wer schon außer dem Hansi Hinterseher und dem Grasser gefällt sich? Ah, da kenne ich schon noch mehr. Wirklich? Na gut. Kommen wir zu was Vernünftigem. Ja. Das sind ja schreckliche Themen, nicht? Sag einmal, was für ein Thema in deinem Stück? Ein Rabbiner, der mit den Nazis paktiert, vielleicht um sich selbst zu retten, vielleicht um andere zu retten. Was will der eigentlich? Es geht jetzt um Dunkelstein. Ja. Na, das ist, es gibt ein historisches Vorbild, Benjamin Murmelstein. Obwohl Dunkelstein nicht identisch ist mit Murmelstein. Dunkelstein ist eine literarische Figur, ja, natürlich. Und er paktiert nicht, sondern er kooperiert. Er ist sozusagen, er leitet zwischen 38 und 45 die Auswanderungsbehörde von Seiten der israelitischen Kultusgemeinde, also der jüdischen Gemeinde in Wien. Und war vorher Rabbiner und hat sich als der richtige Mann am richtigen Platz empfunden, um diese Sache mit so wenig Terror wie möglich abzuwickeln, die Auswanderung. Nicht? Und hat hier mit Eichmann und der Eichmann-Behörde kooperiert. Und ist dann natürlich auch in den Deportationsmechanismus hineingekommen und stand dann eben auch, also wie viele Judenräte, nicht nur in Wien, sondern auch in Prag und dann auch im Osten die Judenräte, vor dem Dilemma zwischen Pest und Cholera zu entscheiden, sich entweder umzubringen oder Schlimmeres zu verhüten oder zuerst Schlimmeres zu verhüten und sich dann umzubringen, wie Czerniakow in Warschau. Und meine Figur Dunkelstein findet, wenn ein Leben gerettet werden kann, wenn die Maschinerie um eine Minute aufgehalten werden kann, ist es seine rabbinische Pflicht. Mhm. Also bei mir hier drinnen. Denn wer ein Leben rettet, rettet die Welt. Wer ein Leben zerstört, zerstört die Welt. Also das ist seine Auffassung. Und es gab nach 1945 dann große Debatten um die historische Figur Murmelstein. Claude Lanzmann hat ein langes Interview auch mit ihm gemacht, das ich dann auch gesehen habe. Er wurde freigesprochen, immer wieder vom Vorwurf der Kollaboration freigesprochen, von den Tschechen. Das gar nicht leicht war, 1948 von den Tschechen freigesprochen zu werden. Und lebte bis 1989 als Möbelhändler in Rom. Und hat sich wurde immer wieder angegriffen, dass er doch eigentlich schuld ist an der Deportation, weil ja der Bote bekanntlich die Schuld trägt. Und es gab eine lange Debatte, auch innerhalb der Judenheit, angeregt von Hannah Arendt, die also die Judenräte für mitschuldig gehalten hat in den 50er Jahren an der Deportation. Dass die wissenschaftliche, die historische Forschung hat es auch inzwischen widerlegt. Es gibt auch das Buch von Doron Rabinowitsch, Instanzen der Ohnmacht, in der die Judenräte im Prinzip rehabilitiert werden von der Kollaboration. Mhm. Dass natürlich Einzelne sich auch da schuldig gemacht haben, ist möglich. Ich möchte überhaupt nicht urteilen, ich stelle das sozusagen hin. Und es muss der Leser, wie das sich gehört, selber entscheiden. Es ist ein ungeheuer obsessives Thema. Wir erinnern uns, wie Kreisky geradezu obsessiv den Wiesenthal beschuldigt hat, kooperiert zu haben, besser gesagt kollaboriert zu haben. Ein grausliches Kapitel in dieser leuchtenden Biografie. Er hat irgendwie gesagt, wie Wiesenthal sein Leben rettet, ist seine Sache. So hat er sich ausgedrückt. Mhm. Und darin liegt aber schon eigentlich die Ambivalenz. Es ist sozusagen, man kann sehr schlecht vom als Nachgeborener oder von außen dann, Befehle an die Damaligen geben, sie hätten sich so zu verhalten oder sie hätten sich umzubringen, bevor sie das und das machen sollen. Ja. Man kann nicht einem anderen Menschen beauftragen, sich umzubringen. Das kann man nur für sich selber entscheiden. Wie weit kann man gehen, um sich selbst zu retten? Ich glaube, in diesem Fall, der hat nicht sich selbst gerettet. Der war sogar, auch die historische Figur war sogar ein äußerst mutiger Mensch.
und hat also bei dem Reichspogrom war Eichmann wütend, auch über das Pogrom, weil das die geordnete Auswanderung gefährdet, so paradox war das, und hat gesagt, man hätte doch, es genügt, wenn man ein paar Juden aufgehängt hat nach diesem Anschlag in Paris, durch den Herzl Grünspan, Ausschluss passt da. Und Murmelstein hat gesagt, da bin ich. Also diese Geschichte habe ich sozusagen übernommen aus dem Interview. Also der war sozusagen persönlich relativ furchtlos. Also ich hätte mich sehr viel mehr gefürchtet. Mhm. Ich hätte das nicht machen können. Aber nicht, weil ich einfach zu verzagt gewesen wäre. Der war mutig, ist ihnen dann auch entgegengetreten und hat halt versucht. Und das ist natürlich auch gescheitert. Du widmest das Buch deinen Rettern. Wer ist das? Naja, es hat eine neuere Forschung gegeben, dass ich eben im jüdischen Kinderspital zu Wien, ich bin 4.4.44 geboren und war das erste Lebensjahr quasi noch in der Nazizeit, war natürlich versteckt und habe auch einen falschen Namen gehabt, als Robert Soel. Und bin aber dann, als meine Mutter verhaftet worden ist, natürlich auch enttarnt worden, kam aber unter diesem falschen Namen dann ins jüdische Kinderspital. Da hat mich die jüdische Fürsorgerin, die Franzi Löw, Danneberg, hat mich dorthin gebracht und hat mich vor der Deportation bewahrt. Mhm. Anschließend. Und indem sie immer dann, das Perverse war, man hat Kleinkinder nicht deportiert, wenn sie krank waren, wenn sie Infektionskrankheiten gehabt hat. Das ist eine ganz merkwürdige Logik. Und sie hat immer wieder gesagt, dass ich krank bin. Und so habe ich sozusagen in Wien überlebt. Und die zweite war die Kinderschwester, die jüdische Kinderschwester, die Mignon Langnas, die eben auch dort war und auch sich um mich gesorgt hat. Und daher postmortem quasi der Dank an die beiden. Mhm. Sag, du bist so eine Art moralische Instanz des jüdischen Wien, wenn ich das richtig sehe. Wie lebt sich's hier? Naja, bleibt ja nicht erspart. Wie lebt sich's als Jude in Wien? Ja, das ist was anderes. Ich glaube nicht, dass ich eine moralische Instanz bin, sondern ich habe nur nach vielen Windungen und Wendungen, ich komme ja sozusagen auch auf der Linken und habe so das Judentum lange Zeit als pure Religion gesehen. Meine Mutter hat mich auch in diesem Sinn aufs Leben vorbereitet. Sie hat sich selber für eine Hitlerjüdin gehalten, die der Hitler also wieder zur Jüdin gemacht hat. Sie war Wienerin und Internationalistin zugleich, als Kommunistin sozusagen. Und habe dann erst im Zuge der Auseinandersetzungen als Erwachsener dann irgendwie gesehen, dass das mit dem Judentum und als pure Religion nicht haltbar ist. Und dadurch, dass ich auch immer angesprochen wurde wegen meines prononcierten Aussehens. Mhm. Und die Wiener, vor allem die Wiener von damals, haben natürlich die Juden noch sehr gut gekannt, als sie noch in großer Zahl hier waren, mit diesem Chasan-Gesicht, wie es Kessler ja auch mal bezeichnet hat. Und haben mich daher immer sozusagen als einen von jenen erkannt, auch auf der Straße, in der Straßenbahn und so weiter. Und freundlich oder unfreundlich? Meistens freundlich, selten unfreundlich. Aber so, und wie geht's denn deinen Israeli und so? Also es war immer so in dieser Art. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ich stelle mich jetzt in diese Sache hinein und tue es nicht großartig erklären, dass ich irreligiös bin, dass ich sozusagen zwar von der Abstammung her jüdisch bin, aber nicht die Religion habe und so weiter, und habe dann schließlich sukzessive auch angenommen, dass ich mich in die Kontinuität meiner Abstammung auch stelle, also und als solcher dann auch mein Zeug geschrieben habe, dass ich dann eher schreiben konnte als vielleicht jemand anderer, der sich dem nicht so gestellt hätte. Sag einmal, du schreibst in unglaublich großen Abständen. Wenn man denkt, gebürtig, das war 80er Jahre, dann ist noch Cassandra 92. gekommen. 92. Achso, war das schon 92? Entschuldige vielmals. Wir haben damals ein Interview gemacht, das kommt mir vor wie in einer anderen Zeit. Nein, ich schreibe nicht in langen Abständen, sondern ich veröffentliche in langen Abständen. Ja. Schreiben tue ich schon ständig, ne? Weil man das ja tun muss. Ne? Warum? Ich will dranbleiben und ich muss auch dranbleiben. Mhm. Es ist ja irgendwie ein Urteil. Man kann sich ja
Sagen wir heutzutage, in meinem Alter kann ich mir es nicht mehr aussuchen. Ich kann nicht sagen, das schreibe ich einfach nicht mehr. Sondern es muss sozusagen man so lange warten, bis der Satz wirklich sitzt. Und erst dann, ich meine, ob er dann wirklich sitzt, ist dann doch die Frage. Aber bis man selber glaubt, so, da sitzt er jetzt, der Satz, und so ist er und so muss er sein. Dadurch brauche ich sehr lange. Und dadurch dauert es halt alles seine Zeit. Aber ich bin halt der Auffassung, es kommt ja schließlich und endlich darauf an, was am Ende herauskommt. So, genau. Ja, wie du genau gesagt hast. Okay. Genau, es ist wahr. Ja. Na sicher, auf der anderen Seite natürlich, du musst ein Mensch von geringen materiellen Bedürfnissen sein. Denn man produziert ja, so leid es mir das hässliche Wort zu sagen, auch um zu leben, nicht? Naja gut, ich habe ja sozusagen, ich habe 14 oder 15 Bücher sind ja doch im Verlauf der Zeit gewesen. Ich habe relativ spät erst veröffentlicht. Ich habe 1986 das erste Buch geschrieben, schon seit je, aber die Veröffentlichung ist erst 86 gekommen. Mhm. Und dann ist einmal überhaupt alles, was ich schon geschrieben habe, einmal veröffentlicht worden. Und dann ist so dann der zweite Roman und dann Essaybände und dann noch ein Lyrikband. Also es ist so sukzessive, alle 3-4 Jahre ist ja doch ein Lyrikband entstanden. Das, schneller geht's halt nicht. Und jetzt, ich bin damit nicht unzufrieden und ich bin, wie du siehst, bin ja durchgekommen. Ne? Natürlich, nicht jeder Lyrikband verkauft 300.000 Stück, so wie dein Chuck natürlich. Ja. Nein, zu dem, was der Robert sagt, ein Satz, der auf der ersten Seite meines Buches steht. Ja. Wichtiger als Geld ist die Ruhe dessen, der keines hat. Mhm. Naja, aber ist es nicht so, dass Geld auch sehr beruhigt? Naja, es schadet nicht, wenn man sozusagen den Nötigen, dass man was zu essen hat oder ein Dach über dem Kopf. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht mir schwerer täte, auch beim Schreiben, wenn ich sozusagen von Land zu Land gejagt werde oder mir das Essen nicht organisieren kann. Das ist aber auch, da ja, gibt es keine Gesetze sozusagen. Aber, ja, genau. Es könnte sein, dass du dir leichter tätest. Jedenfalls. Von Land zu Land eilend, in Pensionen, Manuskripte erstellen. Wie Josef Roth. Ja. Klingt aber dann auch nicht nach kein Geld haben. Ja. In Pensionen die Zeit frisst. Sagen wir so, das Geld ist, es ist kein Wert an sich für mich. Nein. Es ist das, damit ich halt. Ja, das ist für Sie ein Wert. Naja, dass man Zeit zum Schreiben hat und sich nicht Geld aufstellt. Das kostet ja Zeit, Geld zu beschaffen. Und dass man dem Kind schöne Sachen kauft und sowas. Ja, oder Sachen überhaupt, ja. Ja. Gibt es auch irgendwie alle diese Ebenen, nicht? Ja, aber ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass man jeder Autor, jede Autorin muss sich halt versuchen, so weit die Verhältnisse zu schaffen, dass sie oder er zum Arbeiten kommt, zum Schreiben kommt. Und das macht jeder anders. Ne? Also mir hat das von dir sehr gut gefallen, dass du dich da so herausgezogen hast aus München, aus der Sache damals. Ja. Ich kann mich erinnern, ich bin 67 nach Berlin gekommen und habe deinen 69 und diesen ersten, war es dein erster Gedichtband oder ein Gedichtband? Die Schusswunde. Mit der Schusswunde. Ja. Und hat mich ja richtig umgehauen damals. Gell? Das ist ja ganz, also das hat mich ja interessiert. Das war der ganz andere Ton, der plötzlich da war, der in die Literatur hereingekommen ist. Und wir sind ja fast gleich alt. Ja, bis ein Jahr jünger. Dreiviertel Jahr jünger. Ja, ein Dreiviertel Jahr jünger. Das werde ich nie aufholen. Ja, und das, auf diese Sachen kommt es an, dass man sozusagen zu seinem Ton findet, dass man seine Sachen macht. Natürlich muss man auch leben. Also ich bin sicher, ich bereue nicht eine Sekunde dessen, was ich gemacht habe, was der Literatur unmittelbar nicht geholfen hat. Mhm. Also was ich, Studentenbewegung, die Maoisten und so weiter. Ja. Ich bereue es nicht, ich würde es nicht mehr so machen heute. Ne? Aber ich bereue es nicht, weil es, wenn es mir gelingt und wenn ich Glück habe, wächst mir diese Erfahrung dann auch zu und geht dann auch ins Schreiben ein. Ja. Ne? Liebe Freunde, das war eine großartige Runde. Ich bin wirklich befeuert und begeistert. Bleibt so ein bisschen noch da. Ein bisschen was habe ich noch zu sagen. Bitte.
Meine Damen und Herren, wir haben es fast geschafft. Wirklich schade. Ich bin Ihnen noch meinen persönlichen Buchtipp schuldig. Wann haben Sie sich denn zuletzt mit Franz Kafka beschäftigt? Versuchen Sie es doch mit dem Romanfragment Amerika, das Kafkas Nachlassverwalter Max Brod 1927, 3 Jahre nach dem Tod des Autors, herausgegeben hat. Das ist eine surrealistische Auswanderergeschichte in die tiefen psychologischen Abgründe pubertärer Sexualität und Entfremdung leuchtend. Kafka gilt auch meine Quizfrage. Dem Helden der berühmten Erzählung Die Verwandlung passiert im Schlaf etwas schon im Titel angedeutetes. Wissen Sie was? Unter den richtigen Einsendungen, die Adresse finden Sie unten eingeblendet, verlosen wir einen signierten Druck in limitierter Auflage des Porträts, das Oskar Stocker von Robert Schindel gefertigt hat. Das war's. Adieu. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser. Erlesen wurde Ihnen präsentiert von Wien Energie Fernwärme.